Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ja, heute ist ja endlich das Update draußen mit dem neuen Helden, der, ja, ich finde, ziemlich OP ist. Er heißt Walla Walla. Sein Name ist, naja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so. So sieht er ganz normal aus und so sieht er auf Evo aus. Ja, Evo finde ich ihn um einiges cooler. Er mit seinem Totenkopfschädel sieht richtig nice aus, finde ich. Vor allem der Vogel, der verändert sich auch ziemlich cool. Ja, nee, also Evo sieht da auf jeden Fall besser aus. So, zudem gibt es ja hier auch neue Wellen. AG ist jetzt freigeschaltet. Kann man jetzt versuchen, wenn man will. Wenn man will, wenn man lebensmüde ist. Und bei Herausforderungen gibt es jetzt hier L19. Genau. Ja, sonst haben wir jetzt hier auch noch bei den Team Dungeons haben wir jetzt Lava 4 endlich freigeschaltet. Was man eigentlich, ja, soweit ich jetzt sehen konnte, laut verschiedenen Videos kaum schafft. Da hat man dann vielleicht höchstens 20 Sekunden über noch, wenn alles gut läuft. Also das ist alles ein bisschen, ja, knapp gerechnet, sag ich mal so. Genau, und wir werden heute einfach mal das Questboard hier machen. Ach so, genau, es gibt ja hier bei den Dungeons, gibt es ja jetzt hier auch die Kisten, die man einsammeln kann. Je mehr Fackeln man geholt hat oder Flammen man geholt hat, je mehr, ja, Items bekommt man da raus. Man bekommt da Ruhmpunkte, Splitter und Gems. Genau, ja, ich glaube in den ersten Dungeons, da kriegt man gar nicht so viel raus, aber in den größeren Dungeons, da kriegt man dann relativ viel Gems auch raus. Ich glaube, 100 Gems oder so um den Dreh. Ja, hier bleibe ich auf jeden Fall erstmal noch bei AF. Das tue ich mir nicht an, dass ich da jetzt AG mache, weil meine Türme, die sind noch nicht mal auf Max. Meine Heldenbase sind zwar schon auf Max. Oh, was ist das denn hier? Schnell-Setup? Das ist aber neu. Artefakt. Warte mal, das ist ja auch geil. Warte mal. Ah, okay, dann kann man hier relativ schnell die Sachen immer wechseln. Das ist besser geworden, okay. Finde ich gut. Ja, genau, hier habe ich 120 Punkte. Ja, ist ja auch egal. So, Arena interessiert mich ja nicht so extrem. So, dann spenden wir nochmal kurz hier die Splitter, um die 25 Gems einzukassieren hier. Genau, und dann machen wir jetzt einfach nochmal ein paar Raids. So, mal schauen. Der hat, ja, weiß ich nicht, kaum Gold eigentlich gehabt. Aber ich brauche eigentlich auch gar kein Gold, ne? Sehe ich jetzt gerade. Macht nicht so viel Sinn, dass ich jetzt Gold sammle oder auf Gold achten muss. So, einmal Eiszauber drauf, damit der Aries nicht auslöst. Genau. Und ja, dann haben wir den ja schon wieder fast down hier. Da war anscheinend ein Anubis mit dabei. Der ist mir gar nicht aufgefallen, der war so schnell down. Der war wahrscheinlich bloß Evo. Für einen Devo-Anubis, das merkt man schon, wenn ein Devo-Anubis vor einem steht. Also der will nicht so schnell umkippen. Genau, hier ist zum Beispiel wieder einer mit drinne. Oh Mann, ey. So, ey, ich hasse Michael, ne? Wenn der in der Death drinne steht. Alter Schwede. Der will nicht sterben, oder zumindest seine Kopie will nicht sterben. Und in der Zeit ist mein Schild immer abgelaufen, denn das ist nicht so schön, dann kriegen meine Helden Schaden. So, ja genau, den kriegen wir easy down. Oder? Na, irgendwas lebt da noch. Ach so, das war wahrscheinlich wieder der Anubis. Ich sag ja, Anubis und Michael nerven einfach nur. Und wenn man GK macht, dann nervt die Rose übelst. Genau. Und wenn man jetzt so raidet oder so, dann nervt die Rose gar nicht, weil man wirklich relativ schnell zu der Rose hinkommt. Ja, finde ich zumindest. Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr es ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Interessiert mich auf jeden Fall eure Meinung. Ja, genau. Oder schreibt einfach mal unten in die Kommentare auch rein, wie ihr das neue Update findet. Also ich finde das richtig nice. Der neue Held finde ich OP, sage ich jetzt einfach mal dazu. Er hat viel Angriff.
Das heißt, dass er sehr, sehr viel heilt. Er heilt zwar, soweit ich weiß, plus 4 Helden. Aber er ist ja auch gleichzeitig noch ein Sniper noch mit dazu. Also im Grunde genommen ist es ja fast schon wie eine Pixie, so finde ich jetzt. Die macht ja auch Schaden und heilt. Genau, aber der Walla Walla, der heilt ja über einen Zeitraum in diesem Falle. Nicht zur Vorteilung, sondern über einen Zeitraum. Und ja, das ist ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nun gut ist oder schlecht ist. Muss man immer so oder so sehen, ne? Manchmal will man gleich die Heilung haben, manchmal will man, ja, dass man halt länger lebt oder dass man halt auf Schaden vorbereitet ist, diese Zeit, ne? Ja, muss man sich reinfuchsen bei den Helden. Ich habe ihn ja leider noch nicht gerollt auf meinen Account. Ich werde auch erst rollen, wenn da irgendwie Ausgeben-Event ist oder irgendwie sowas. Ihr seht ja oben rechts, ein paar Games habe ich. Ja, aber ob ich jetzt nun mit den paar Games da den neuen Helden rolle, na, das ist sehr unwahrscheinlich. Da warte ich lieber noch auf irgendwelche Events dazu. Ich glaube, da gibt es ja im Moment keine. Ja, genau, wenn ich jetzt hier noch weiterklicke, da kommt er, glaube ich, auch nicht weiter. Ah, er lädt hier erstmal. So, Ansammlung Goldregen, nee, gibt hier nichts. Aber ich glaube, Bazaar war hier irgendwas Neues, ne? Ja, genau. Ja, immer wieder was Nettes für zwischendurch. So, ja, hier, das weiß ich nicht. Das lohnt sich auch irgendwie nicht so wirklich, sich das zu kaufen. Weiß auch nicht. So, genau, dann haben wir das einfach mal eingesammelt. So, dann schauen wir uns das mal kurz an hier. Ich glaube, Heldenproben kann ich auch noch mal ein paar machen. Komm, wir gucken uns einfach mal L19 an, was da für Helden kommen. So, Pixie kommt da. Level 255. Hä? Aber Level 255 sind die doch auch schon auf dem anderen. Auf dieser anderen Stufe, oder nicht? Warte mal, macht die Schaden? Oh ja, die macht Schaden. Macht die Schaden? Ja, ich glaube schon. Komm, wir gucken uns nochmal den Hexenmeister an. Oh, holy shit, das waren drei Procs, ne? Und da ist meine Rose fast down. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall den Rocknow mit drin im Team. Weil ich schaffe ja, ich kann ja noch nicht mal L18 fahren mit meinem Team. So, Michael rastet aus, okay. Ja, und die. Mein SK kann sich gar nicht mehr bewegen. Okay, ja, nee. Guck mal, ich fahre hier nämlich L17, das ist easy. Hammer, welches Level sind die hier? Auch Level 255, hä? Wo ist denn da der Unterschied? Werden die einfach gebufft oder was? Level 255, okay. Das scheint wohl das Max-Level zu sein. So, Quest-Auffrischkarte. Das sieht auch gut aus. Quest-Auffrischkarten nehmen wir immer gerne. Gucken wir nochmal kurz im verschollenen Schlachtfeld vorbei. Da habe ich ja, glaube ich, auch nochmal ein paar Versuche. Die machen wir jetzt auch nochmal ein bisschen. Ja, genau, da habe ich ja noch mein Standardteam vorne PD, damit er auf jeden Fall einmal auslöst. Dann habe ich meinen Ares mit dabei, SK und die Trixie. Genau, die Trixie, die hat ja einen 5er Quicken, die macht ja dann instant guten Schaden. Ja, ich weiß nicht, guck mal, die sind Level 140, ne? Und halten so viel aus. Ich verstehe das nicht, wie die so viel aushalten können, ne? Vor allem, die sind noch nicht mal Evo oder so, die sind einfach nur Level 140. Ende. Ich weiß nicht, was IGG sich dabei gedacht hat. Anstatt die da Devo-Helden hinsetzen und dafür so viel aushalten lassen, weißt du? Sieht doch viel cooler aus, wenn da Devo-Helden einen angreifen, weißt du? Und sein übel schwer, du machst das als. Weißt du, was noch nicht mal Evo-Helden, dann machst du Devo-Helden hier in diesem Bereich hier platt. Na, das wäre aber doch. Holy shit. Und wir haben ja mal wieder ein Fragezeichen. Ja, ein Dämon. Dann nehme ich wieder mein Streuungsteam. Ist ja easy. So, genau. Ja, Streuungsteam macht einen guten Job. Warte mal, hoffentlich zeigt er mir hier gleich mal. Ja, da haben wir kurz mal die Lebensanzeige gesehen. Ich wollte hier eigentlich mal sehen, zeigen, wie das mit der Streuung ist. Aber es, naja, gut. Sieht man nichts, weil. Ja. Castle Clash einfach so viele Effekte immer dazu patcht. Da sieht man dann nachher gar nichts mehr. So, ja, das ist der letzte Kampf erstmal.
Ja, wie gesagt, mein Anubis hat ein 4er Quicken-Set drauf. Hat ja jetzt ein 7er Bollwerk. Habe ich ja letztens erst drauf gemacht. Genau, und so sieht er jetzt erstmal aus. Ich spare jetzt erstmal für, ja, wahrscheinlich werde ich vorher erstmal mich um Rockno kümmern. Den werde ich dann evolvieren bzw. Devo machen. Weil Ehre, ja, sieht es nicht so gut aus. Da habe ich immer ein bisschen Probleme mit Ehre und zudem. Genau, also ich kann ja meinen Rockno kann ich ja Devo machen, weil ich habe ja hier die ganzen Kopien. Genau, und ich habe ja hier hinten, habe ich da auch nochmal einen ausgepackt? Ich glaube, ich habe gar keinen ausgepackt weiter, ne? Ja, kann sein, genau, habe ich keinen weiter ausgepackt gehabt. Ja, naja, gut. Von was mir aufgefallen ist, ich wollte eigentlich die Medusa, die hatte ich ja auch vor kurzem in Anführungszeichen evolviert gehabt. Da wollte ich eigentlich diese Kopie hier nehmen. Naja, gut, dann will ich nämlich für den neuen Helden wieder einen Platz. Aber, oh, warte mal. Gibt er jetzt einen neuen Platz, ne? Da ist der Platz. Perfekt. Dann haben wir jetzt nämlich 83 Plätze, die wir im Heldenaltar haben können. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, ja, genau. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.